heißt du? Nina! Nina! Nein, geh weg! Nina, bitte! Geh weg! Jetzt auf Streife die Spezialisten. Mit zitternder Stimme hat die Kölnerin Nina Fischer vor wenigen Minuten die Polizei alarmiert. Die 31-Jährige hat am Telefon verzweifelt um Hilfe gebeten. Nach dem dramatischen Notruf haben sich sofort zwei Beamte auf den Weg gemacht, die kurz darauf am Tatort eintreffen. Gehen Sie jetzt 3 Meter nach links zu Ihnen. Alles okay, endlich sind Sie da. Oftmals ist es so, wenn wir auf aggressive Personen treffen, dass diese noch aggressiver werden. In diesem Falle war es allerdings ganz anders. Er ließ sofort die Axt fallen und sagte sogar, gut, dass Sie hier sind. Und das war natürlich ein merkwürdiger Aspekt zu der ganzen Geschichte. Ja, ist okay. Gut, alles klar. Warum? Was machen Sie überhaupt mit mir? Warum nehmen Sie mich denn überhaupt fest? Warum nehmen Sie mich eigentlich fest? Ich bin doch nur da, um zu helfen. Hallo? Das klären wir jetzt später. Ja. Wie später? Können Sie bitte mal da reingehen? Der Kollege fesselt Sie jetzt, dann nehmen wir es mit runter und klären den Sachverhalt auf. Warum? Ruhe jetzt! Für uns sieht es so aus, Sie haben mit einer Axt die Tür eingeschlagen. Tja, um zu helfen! Für mich war der erste Eindruck, dass der Mann hier die Frau tätlich angehen wollte und hier die Tür einschlagen wollte. Da die Anruferin verletzt ist, fordern die Beamten einen Rettungswagen an. Die Sanitäter eilen direkt ins Badezimmer, in dem sich die 31-Jährige eingeschlossen hatte. Die polizeiliche Befragung des gefesselten Tim Lehmann findet parallel im Erdgeschoss statt. Frau Fischer, was ist passiert? Mein Ex-Freund. Aber ich weiß nicht, was er wollte. Okay. Er hat mich verletzt. Okay, ganz gut. Ja, ich sehe, wir sind verletzt. Jetzt sind wir hier im Badezimmer. Ich würde vorschlagen, wir gehen einmal nach draußen. Da haben wir ein bisschen mehr Platz, um Sie zu behandeln, okay? Ja. Können Sie aufstehen? Ja. Ja, gehen Sie mal. Nein. Wollen Sie sich nicht helfen, dass wir aufstehen? Okay. Die Polizei ist auf jeden Fall keine Minute zu spät gekommen, weil sonst wäre dieser Typ, glaube ich, nicht nur auf diese Tür losgegangen. Weil wenn man, wo wir die Frau gesehen haben, die war total verängstigt, die war traurig, die war verletzt. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, was noch passiert wäre. Ganz ruhig, ne? Sie beruhigen sich jetzt erstmal. Also doch, Sie müssen deutlich langsamer jetzt atmen. Wenn Sie so schnell atmen, dann kriegen Sie gleich Probleme mit der Luft. Haben Sie schon Probleme mit der Luft? Ich weiß nicht. Kriegen Sie genug Luft? Ja, ich hab schon. Okay, das geht. Okay, haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Ist irgendwas bekannt? Gar nichts. Okay. Haben Sie Schmerzen beim Ein- oder Ausatmen? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht, okay. Tut der Brustkorb weh? Wir machen auf jeden Fall mal einen Blutdruck, Pulsoximeter dran. Schauen wir mal, was die Sättigung so ist. Ist schon ein bisschen schwindelig, ich kann mir nicht ahnen. Ich habe auch Kopfschmerzen. Kopfschmerzen haben Sie auch, ja? Okay. Die Patientin befand sich in einem Zustand, der sehr hysterisch war, aufgewühlt und traurig. Zudem hatte sie aber auch noch Verletzungen. Man sah direkt die klaffende Platzwunde an der Stirn. Bis dahin wussten wir noch nicht, wodurch die hervorgerufen war. Das sah auf jeden Fall ziemlich krass aus. Und zudem hatte sie blutige Hände von irgendwelchen Verletzungen, von Scherben oder so. Das mussten wir im weiteren Verlauf erst mal recherchieren, woher die überhaupt kam. Verwandeln Sie jetzt Ihr Testosteron erstmal ein bisschen runter, ja? Wie soll ich das machen, wenn ich Handschellen dran habe? Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Tim Lehmann. So, Herr Lehmann, haben Sie einen Personalausweis dabei? Habe ich dabei, ja. Wo ist der? Dabei. Hinten, hier. Okay. Sie sind wer? Schatz. Ich bin seine Freundin Sandra. Stellen Sie sich bitte mal hier hin. Okay. Was ist hier los? Ja, bleiben Sie bitte noch ganz kurz. Wir klären die Situation hier, dann komme ich zu Ihnen. Alles gut. Ja. So. Wo ist das? Hier rechts? Ja. Mann. Habe ich, ja. Gut, okay. Können Sie mir bitte vielleicht die Handschellen abnehmen? So, bleiben Sie jetzt mal ruhig, ja? Herr Lehmann, mal eben abfragen. Sie haben oben gestanden mit einer Axt in der Hand und haben auf eine Tür eingeschlagen. Wir nehmen Ihnen ganz sicher jetzt nicht hier die Handschellen ab. Eine Axt? Ja, ganz ruhig. Wir sind jetzt gerade hier in der Klärung. Was? Kann man noch mal ganz ruhig mal kurz, damit ich die Abfrage machen kann? Ja. Arnold für den 1232. Tim ist mein Freund und wir sind schon seit einigen Monaten zusammen. Es wurde auch relativ schnell ernst zwischen uns. Und als ich ihn da auf einmal mit Handschellen gesehen habe, ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht. Und was dann noch kam, ich kann das einfach nicht fassen. Probestraft, KV, Körperverletzung. Was? Ja, habe ich mit wegen KV vorbestraft. Was? Was ist hier los? So. Herr Lehmann. Ja. Können Sie mir die Handschellen jetzt endlich mal abmachen?
Ich habe sie noch eben schon mal erklärt. Sie haben oben auf eine Tür eingeschlagen. Ja, Axt. Sie haben den Falschen hier. Sie haben den Falschen hier. So, setzen Sie sich mal darüber. Ja, so. So, da habe ich ein bisschen mehr Platz. Herr Lehmann. Ja. So, für uns sieht das jetzt so aus, wir kommen hier ins Haus, Sie stehen vor der Tür mit einer Axt. Ja. So, warum haben Sie das getan? Weil ich einen Anruf von Nina bekommen habe, dass ihr drogensüchtiger Psychopathenbruder hier in die Wohnung eingebrochen ist und sie misshandeln und umbringen will. Und darauf bin ich natürlich sofort hierher gekommen. Ja gut, Herr Lehmann, ja. Wir haben gerade eine Abfrage gemacht. Und Sie sind positiv aufgefallen. Das heißt, Sie haben schon ein Delikt wegen Körperverletzung. Was ist dann da passiert? Das ist doch schon längst verjährt. Also, ist es wirklich passiert? Körperverletzung? Wieso weiß ich davon nichts? Ja, Moment. Du musst doch nicht immer alles wissen. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Das ist schon Jahre her. Das ist schon längst verjährt. Ja, was ist denn da passiert? Oh, das war mal, da war ich mit meinem besten Kumpel, mit dem Ali. Wir wollten in den Club gehen. Ja, und dann haben die halt ein bisschen an der Türe rum Stress gemacht, wollten die nicht reinlassen. Und ja, dann ist halt ein Wortwechsel zum anderen gefallen. Und ja, dann war ich halt zum falschen Zeit am falschen Ort. Und ja. Und dementsprechend haben sie einen Strafeintrag. Gut. Ja, aber das ist... Das ja gut, habe ich verstanden. So, wer sind Sie jetzt? Ich bin Sandra, Sandra Weber. Ich bin seine Freundin. Und ich bin hier, weil er hat mich angerufen und in einem relativ gestressten Ton gesagt, dass er unbedingt zu seiner Ex hin muss. Ihr drogensüchtiger Bruder, die Ex. Der sei hier und würde sie bedrohen. Ja. Was ich auch voll verstehen könnte, aber... Also Sie sind die neue Freundin und hier wohnt die Ex-Freundin. Ich verstehe das richtig. Ja, ganz genau, richtig. Ja. Dass dann auf einmal rauskam, dass mein Freund vorbestraft sein sollte, kam ich doch schon ein bisschen ins Zweifeln. Gab es da vielleicht noch mehr, von dem ich nicht wusste? Tims Freundin Sandra ist verunsichert. Die 30-Jährige muss sich jetzt fragen, ob ihr Freund wirklich seine Ex vor ihrem Bruder beschützen wollte, der auch auf einem Foto im Wohnzimmer zu sehen ist, oder ob der Rheinländer wutentbrannt auf die panische Nina losgegangen ist. Was würden Sie denn machen, wenn Sie von Ihrer Ex-Freundin oder Frau einen Anruf bekommen und die sagt, sie ist in Lebensgefahr und ihr Bruder möchte sie misshandeln und umbringen? Zwar wirkte Herr Lehmann hier auf uns überzeugend, aber wir fragten uns, wo war eigentlich der drogensüchtige Bruder? Für uns sieht das faktisch so aus. Sie stehen oben an einer Tür mit einer Axt, schlagen die ein. Wir müssen davon ausgehen, dass ihr versuchtes Tötungsdelikt im Raum steht. Ich wollte helfen, nicht töten. Er ist immer hilfsbereit. Er versucht immer, anderen zu helfen, wenn ich einfach mal dazu was sagen darf, ja? Und die Story, dass sie angerufen hat, genau die hat er mir auch erzählt. Mein Tim soll mit einer Axt auf Nina losgegangen sein? Das kann ich überhaupt nicht fassen. Er ist total hilfsbereit und schreitet immer zur Tat, wenn jemand Hilfe braucht. Wie lange sind Sie denn getrennt? 6 Monate. Zum Glück 6 Monate. Seit 4 Monaten bin ich endlich... Herr Lehmann, haben Sie sich in Einvernehmen getrennt oder gab das Streitereien? Was heißt Streitereien? Die Frau ist einfach psychisch krank. Die ist eifersüchtig des Grauens. Ich bin aufs Klo gegangen, sie nimmt mein Handy in der Hand, schaut nach den Nachrichten. Auf einmal klingelt Handy, steht Eva drauf. Und sie macht einen Terror. Wer ist Eva? Willst du mich verarschen? Und Eva ist einfach meine Mutter. Okay. Sorry, aber mit so einem Psychokack komme ich nicht klar. Und dann habe ich einfach die Leine gezogen und gesagt, weißt du was, wir gehen getrennte Wege, weil... Gut, das heißt, und mit anderen Worten, Sie haben sich getrennt. Ja, ich habe mich getrennt, weil sie einfach psychisch krank ist. Sie hat einen Knacks ab. Herr Lehmann hatte für uns nach seiner Aussage eigentlich kein Motiv. Er hatte hier eine neue Freundin, die er sogar zugegen war. Dieses Motiv konnte uns dann die Ex-Freundin Frau Fischer von ihm dann mitteilen. Tim und ich sind getrennt seit längerem, aber wir haben halt trotzdem immer noch miteinander geschlafen. Was? Miteinander geschlafen? Ja, was bist du denn? Ich bin seine Freundin. Ja, dann guck dir an, was dir bevorsteht. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Was du mit dir gemacht hast. Ganz ruhig, Sie müssen sich beruhigen. Natürlich war ich nicht scharf darauf, die Ex-Freundin meines Freundes kennenzulernen. Aber nach all dem, was da war, wollte ich schon gerne wissen, was dahinter steckt. Vor, keine Ahnung, meine Periode ist ausgeblieben. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich mir einen Schwangerschaftstest holen sollte. Den du bist auch noch schwanger? Ja, gestern gemacht habe, dann habe ich... Bitte, zurückbleiben, lassen Sie die Dame jetzt hier mal ausreden. Erstmal auch gedacht, ich schlafe eine Nacht drüber, weil... Ja, und dann habe ich Tim heute angerufen, um ihm das mitzuteilen, dass ich das Kind haben will. Und er hat gesagt, dass ich abtreiben soll, weil er in einer Beziehung ist und dass er seine Beziehung zerstören würde. Und dann hat er mich immer terrorisiert, mich zurückgerufen. Auf einmal war der hier und ist auf mich losgegangen. Okay. In der wie vielen Wochen sind Sie schwanger? Wissen Sie das? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Okay. Der Schwangerschaftstest ist im Mülleimer. Okay, Sie haben keine Tabletten genommen oder so, was da irgendwie gegenwirkt? Nein. Okay.
Beim Gespräch mit meinem Kollegen hat Frau Fischer hier einen sehr glaubwürdigen Eindruck hinterlassen. Sie hat sogar Tränen von sich gelassen. Sie war recht aufgelöst. Sie haben sich ja verletzt, sehe ich gerade, ne? Wie ist das passiert? Tim hat meinen Kopf genommen und gegen den Spiegel gehauen im Schlafzimmer. Und okay. Ich glaube, beim Aufstützen in die Scherben muss ich mir dann die Hände verletzen. Ja, legen wir mal ganz hin. Der ist weggesperrt, ne? Der ist jetzt. Ja, den haben wir unten arretiert, da passiert nichts. Okay, ja. Alles klar. Das haben Sie mitgekriegt, was er gemacht hat, ne? Auch wenn ich das nicht wirklich glauben möchte. Okay. Was die Frau mir da berichtet hatte, das war ungeheuerlich. Wo ich die Geschichte gehört habe, dass der Mann da versucht hat, sie zur Abtreibung zu zwingen, geht gar nicht. Man kann über alles reden. Und wir waren da voll bei ihr. Nun steht Aussage gegen Aussage. Um herauszufinden, was wirklich passiert ist, wollen die Polizeibeamten die zwei völlig gegensätzlichen Versionen jetzt genauestens prüfen. Die Sanitäter bringen derweil die verletzte und aufgewühlte Nina in den Rettungswagen. Die Situation stellt sich für uns jetzt doch ein bisschen anders dar. Ich habe oben mit ihrer Ex-Freundin geredet. Ja. Sie hat mir mitgeteilt, sie wären zwar getrennt, aber hätten nach wie vor Sex miteinander. Was? Ferner, Sex? Ganz ruhig. Ich mit ihr. Ferner hat sie mir mitgeteilt, dass sie einen Schwangerschaftstest gemacht hätte, der positiv wäre. Und aufgrund dessen wären sie hierher gekommen und hätten sie massiv unter Druck gesetzt. Die Frau ist doch psychisch krank. Abzutreiben. Hören Sie mir zu jetzt bitte. Ist kein lustiges Thema hier. Nee, aber die ist psychisch krank, Schatz. Ferner hätten sie, als sie dann oben waren, sie mit dem Kopf gegen einen Spiegel gestoßen und daher kommen diese ganzen Wunden. Und wo hab ich irgendwo Blut? Ah. Sie haben sie ja gestoßen. Ja, aber dann hätte ich ja wahrscheinlich auch irgendwas. Ich würde mal kurz hochgehen, mal schauen, ob ich was finde. Und da sind ja jetzt komplett zwei unterschiedliche Themen. Ja. Das sind jetzt nämlich zwei komplett unterschiedliche Aussagen. Ich würde noch mal hochgehen, schauen, ob ich was finde. Vielleicht im Schlafzimmer, wo der Spiegel sein sollte. Ich würde dann noch mal zu euch. Schaust du mal? Ja, dann würde ich ihn schon mal zum Schreiben machen. Alles klar, perfekt, super. Ob der Schock jetzt hier gespielt war oder ob er hier der Wahrheit entsprungen ist, das konnten wir zu diesem Moment noch nicht einschätzen. Schatz, wirklich. Glaub mir, glaubst du dieser Psychotante? Glaubst du ihr? Du weißt ganz genau, was für ein Psycho sie ist. Ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, was ich glauben soll. Bitte, ich würde glaub dir gerne glauben, mir. Aber schwanger? Ach. Was für schwanger? Was für schwanger? Ruhig. Aufgebracht beschwört Tim, dass er seit der Trennung von seiner Ex keinen Kontakt mehr zu ihr hatte. Der 33-Jährige bittet seine neue Freundin, eine Bekannte namens Laura anzurufen, die auch mit Nina befreundet ist und die Funkstille bezeugen kann. Die Polizei prüft derweil, ob der Rheinländer wirklich auf seine frühere Partnerin losgegangen sein könnte und stößt dabei auf einige Ungereimtheiten. Als mein Kollege dann nochmal nach oben gegangen ist und sich ein bisschen umgeschaut hatte, hatte er hier eine Rasierklinge mit Blutanhaftung gefunden, aber auch einen Schwangerschaftstest. Und dieser war augenscheinlich aber zumindest etwas älter. Der Notfallsanitäter konnte uns in dem Zusammenhang noch etwas Interessantes mitteilen. Die Schnittwunden an der Hand der Patientin schienen nicht hier aus einem Sturz zu stammen, sondern waren Schnittwunden, die von einer scharfen Klinge stammen könnten. Wir haben also dann dementsprechend die Patientin nochmal mit diesen Vorwürfen oder mit diesen Aussagen konfrontiert. Ich habe den Schwangerschaftstest gefunden. Der ist zwar positiv, aber der ist definitiv schon älter. Sie wissen ja noch nicht mal. Sehen Sie das? Also, Frau Fischer, der ist schon ganz vergilbt. Der ist schon ganz vergilbt. Außerdem hat der Kollege mir auch gesagt, Sie wüssten noch nicht mal, in welcher Woche Sie wären. Das weiß man doch, wenn man schwanger ist. Wenn man regelmäßig Sex hat, weiß man nicht, wann man schwanger geworden ist. Frau Fischer, was ist mit der Klinge hier? Weißt du, das ist eine Rasierklinge. Ja, warum ist da Blut dran? Was haben Sie denn gemacht? Also, es passt halt nicht zu den Verletzungen, die Sie angeben. Entschuldigung, bitte? Ich habe gerade mit Laura gesprochen. Die ist nämlich jetzt seit 2 Monaten schwanger und ich weiß, dass sie einen Schwangerschaftstest gemacht hat. Ich habe sie gerade angerufen und sie hat mir leider gerade bestätigt, dass sie den Test hier bei ihr im Hause gemacht hat. Ach. Was mischst du dich da überhaupt ein? Wer bist du überhaupt? Wie lange bist du mit Tim zusammen, dass du hier überhaupt irgendwas sagst? Und da haben wir sie, die Psychotante. Warum er mit mir Schluss gemacht hat. Frau Fischer, beruhigen Sie sich jetzt. Beruhigen Sie sich. Es beruhigt mich hier nicht. Wenn Sie wissen, dass ich alles zu Tim gemacht habe. Es ist einfach unfassbar, wozu Nina fähig ist. Ich meine, ich habe ja schon ein paar Storys gehört. Aber dass mein Freund deswegen fast im Gefängnis gelandet ist, ist unvorstellbar. Frau Fischer, ich sage Ihnen jetzt schon mal, auf Sie kommt auf jeden Fall ein Strafverfahren zu, wegen falscher Verdächtigung. Und alles Weitere sehen wir mal noch. Nach allem, was ich für Tim gemacht habe. Frau Fischer, es ist kein Kavaliersdelikt, was Sie hier gemacht haben. Aus Rache, dass Herr Lehmann Sie, Frau Fischer, verlassen hat, wollte sie ihn jetzt hier als fremdgehenden Gewalttäter inszenieren.
Sie wollte also nicht nur ihn zerstören, sondern auch seine neue Beziehung. Sie hat ihm vorgelogen, dass ihr drogensüchtiger Bruder sie bedroht hätte. Dann hat sie dementsprechend Herrn Lehmann in die Wohnung gelockt, hat hier die Axt wohl dementsprechend irgendwo versteckt oder deponiert, hat sich dann, so wie es ausschaut, die Schnittwunden hin selbst hinzugefügt und hat dann zu guter Letzt den Notruf abgesetzt. Und ja, fast wäre sie tatsächlich mit dieser Scharade durchgekommen. Wegen Falschaussage und falscher Verdächtigung muss sich Tims Ex-Freundin Nina demnächst vor Gericht verantworten. Auf die anfangs misstrauische Sandra war der 33-Jährige nur kurzzeitig sauer. Schon bald erkannte er, dass seine Freundin sehr für ihn gekämpft hat und hat sich aufrichtig bedankt.